Liebe Gemeinde, wie sehr hätten wir uns alle gewünscht, in diesem Jahr wieder zu den Gottesdiensten der Karwoche und an Ostern zusammenkommen und Abendmahlsgemeinschaft erleben zu können. Nun müssen wir notgedrungen wieder die digitalen Möglichkeiten nutzen. Ich denke aber, die Propheten des Alten und die Apostel des Neuen Bundes hätten da auch mitgemacht und elektronische Botschaften befürwortet. So sind wir als Gemeinde beieinander, verbunden durch die frohe Botschaft und heute vereint in Gedanken an die Todesstunde Jesu. So feiern wir diesen Karfreitagsgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hört Worte des Psalms 22. Christi Leidenspsalm aus einer modernen Bibelübertragung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du fern, wenn ich schreie, klage und verstumme? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Dir haben unsere Väter und Mütter vertraut. Du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Ich bin aber ein Wurm, kein Mensch mehr. Meine Kehle ist ausgetrocknet. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Böse Menschen umkreisen mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen darüber das Los. Du aber, mein Gott, halt dich nicht fern. Du, meine Stärke, eil mir zur Hilfe. Rette mein Leben vor ihrer Todesgewalt. Ich will deinen Namen weitersagen, vor aller Welt will ich dich preisen. Lasst euch von Gott berühren, denn Gott hat das Elend des Armen nicht übersehen. Gott sollen alle finden, die ihn suchen. Euer Herz soll aufleben für immer. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Corona etwas Gutes hatte, dann für mich jedenfalls, dass ich mir meine verschiedenen Bibeln endlich wieder einmal richtig betrachtet und begutachtet habe. Ich habe ein paar besonders alte, an denen ich auch sehr hänge, Bibeln mit Geschichte sozusagen. Heute habe ich Ihnen dieses schon reichlich zerfledderte und auch schlecht geleimte Exemplar mitgebracht. Ich hatte sie in meiner Konfirmandenzeit, in der Schulzeit und zu Beginn meines Theologiestudiums viel in Gebrauch. Und jetzt war ich selber erstaunt, wie viel Texte ich damals mit Farbstiften markiert und auch kommentiert habe. Besonders fett in hoffnungsvollem Grün hatte ich den Predigttext für heute angemalt. Und mir fiel wieder ein, dass das eigentlich der Text aus dem Alten Testament war, der mich am meisten beeindruckt hat und ich vielleicht auch deshalb Theologie studiert habe. Aus dem Predigttext zu Karfreitag aus Jesaja 53 möchte ich Ihnen nur zwei Verse lesen. Sie können natürlich zu Hause alles noch einmal nachlesen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Liebe Gemeinde, wie unglaublich ist das denn? Karfreitag in der dritten Corona-Welle und der Prophet spricht sein Bekenntnis zum Knecht Gottes. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Da stimme ich ein in dieses Bekenntnis und will es einfach hoffen. Ich will, dass das wahr ist, dass Jesus da ist im Impfzentrum und dass er da ist auf der Intensivstation und auch am Sterbebett, wenn kein anderer da sein kann. Jesus erträgt mit uns diese Weltlage, die so unfassbar unerträglich ist, und erträgt uns dadurch. Das möchte ich glauben und auch verkündigen können. Und zu dieser alten Bibel, die ja doch gerade so aktuell erscheint, gibt es noch eine anrührende Geschichte. Eine Widmung steht darin. Meine Mutter hat sie 1946, also vor 75 Jahren, geschenkt bekommen, zu Beginn ihres Konfirmandenunterrichtes. Und zwar sozusagen als Care-Paket aus den USA. Es gab nicht nur Lebensmittel, sondern es wurden auch zahlreiche in den USA gedruckte Lutherbibeln an deutsche Kinder und Jugendliche verteilt. Als geistliche Nahrung, als Trost für die traumatisierten Seelen, für die Kinder, die fast alle einen Teil ihrer Familien oder ihr Zuhause verloren hatten. So kam also eine in New York gedruckte Bibel in meine Hände. Auf meine neueste Bibel muss ich noch etwas warten. Die Basisbibel, die ich haben wollte, die ist schon komplett ausverkauft. Eine neue Auflage muss gedruckt werden. Auch noch so ein Zeichen, wie wichtig Bibeln in allen Krisen sind. Ich habe eine schöne Anregung aus dem Internet aufgenommen für meine Predigtvorbereitung. In St. Gallen in der Schweiz gab es eine Aktion, Corona-Bibel. Man konnte jeweils ein Kapitel der Bibel abschreiben. Und inzwischen ist die handschriftliche Bibel komplett. Um einen Text zu verinnerlichen, ist das Abschreiben eine gute Übung. Was will ich hervorheben?
was will ich unterstreichen oder wo habe ich mich mehrmals verschrieben? Ich würde ganz, ganz besonders gestalten und ausmalen das kleine Wörtchen für wahr. Und da bin ich wieder beim Anfang. Dazu möchte ich mich bekennen, das möchte ich für wahr halten, dass Jesus mein Heiland ist, der mich ganz macht, egal wie zerbrochen und zerschärbt sich gerade das Leben anfühlt. Wie ich auch, so vermissen Sie wahrscheinlich auch in diesen Tagen besonders die Feier des Abendmahls, die noch deutlicher machen würde, wie sehr wir zu Jesus gehören. Unsere Herzen sind bei ihm und unsere Herzen sind bei unseren lieben Glaubensgeschwistern, die wir so schmerzlich vermissen. Etwas tröstet mich dabei der Gedanke, dass auch ein gemeinsames Mittagessen mit der Familie. Wir sind zu Hause ja auch immerhin noch 4 in der Infektionsgemeinschaft, dass auch so ein gemeinsames Essen etwas Sakramentales hat. Und viele Familien haben das auch als besonderes Geschenk der Corona-Zeit empfunden. Endlich sind mal alle zusammen. Es wird am Tisch mehr geredet. Man erfährt mehr voneinander. Und sehr gut verstehe ich natürlich auch die Alleinstehenden, die am liebsten bei Lieferando auch noch eine Person mitbestellen würden, die dann zusammen mit ihnen die Pizza isst. Ich hoffe, dass jetzt im Frühjahr sich viele Möglichkeiten finden lassen, wo man sich zum gemeinsamen Essen draußen treffen kann. Eine Beteiligung zum Abendmahl wurde ja gestern hier im Gottesdienst in anderer Gestalt ausprobiert. Am liebsten würden wir ja jetzt wie einen Film alles vorspulen. Wir würden gerne vorspulen bis zu der Zeit, wo wir alle geimpft sind und wo Corona Geschichte ist. Aber das geht nicht. Aber wir als Christen dürfen in der Bibel vorblättern. Wir dürfen auch heute an Karfreitag schon vorblättern zu dem Ostermorgen, wo wir von Maria Magdalena lesen, der ersten Apostelin. Auf einer unserer Corona-Wanderungen sind mein Mann und ich in Bayenburg bei Maria Magdalena vorbeigekommen. Und da habe ich am Sockel der Bronzeskulptur das Wort vom Ostermorgen gelesen, als sie Jesus begegnet und er ihr den Auftrag gibt: Geh hin und verkündige es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wir gehen auf Ostern zu und wir kommen von Ostern her. Niemals soll unsere Hoffnung verloren gehen. Im Passionslied heißt es: Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Lasst uns Fürbitte halten. Du, guter Gott, du unser Bruder, du unser Rechtsbeistand, du willst, dass wir leben. In allem, was uns widerfährt, lässt du uns nicht allein. Wir bitten dich für alle Menschen, die einsam und verzweifelt sind, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Schenk du ihnen Hoffnung, zeige du ihnen einen Weg. Wir bitten dich für alle, die den Boden unter den Füßen verloren haben und keinen Halt mehr finden. Nimm du dich ihrer an und trage sie in deinen Armen. Wir bitten dich für alle, die krank sind oder Angst davor haben, krank zu werden. Tröste sie in ihrer Not und lass sie nicht verzagen. Wir bitten dich für alle Heimatlosen, Obdachlosen und Flüchtlinge auf dieser Welt. Lass sie einen Ort finden, an dem sie sicher sind, und Menschen, die sich ihrer annehmen. Guter Gott, du unser Heiland, du unser Arzt, dir vertrauen wir uns an in allen Tagen unseres Lebens. Lass uns deine Nähe spüren. Sei du unsere Hoffnung und unser Ziel. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet hin mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.